Applaus noch einmal für die Ukraine als Goldmedaillengewinner im Doppelvierer der Frauen. Aber jetzt kommen die Dickschiffe, jetzt wird das Wasser erst recht unsauber, wollte ich gerade schon sagen, unruhig muss es heißen. Die beiden Achter, also die Achter der offenen Klasse, zunächst einmal der Frauenachter. Die Startliste im Überblick auch hier mit deutscher Beteiligung auf der Bahn Nummer 2. Sie werden abgefragt, das heißt, es dauert nicht mehr lange bis zum Start. Die letzten Momente vor dem Start des Frauenachters. Großbritannien auf der Bahn 1, der deutsche Achter oder der Achter des deutschen Ruderverbandes, dann auf der Bahn 2, Rumänien auf Bahn 3, USA Bahn 4, Niederlande Bahn 5 und Kanada Bahn 6. Was ist wichtig? Topfavoriten USA und Rumänien. Im US-Boot sitzen zwei, die gestern schon Gold in Zweier ohne geholt haben. Im rumänischen Boot sitzen zwei, die hinter den USA Silber gestern im Zweier ohne geholt haben, also Doppelstarter. Und im niederländischen Boot sitzen gar vier Doppelstarterinnen, die sind gestern nämlich Weltmeisterinnen im Vierer ohne der Frauen geworden. Das ist der Heckvierer im niederländischen Boot. Das hat denen sicherlich natürlich nochmal Auftrieb gegeben. Ja, das denke ich auch. Da will er sicherlich die zweite Hälfte des Achters, die gestern nicht im Vierer ohne war im holländischen Team, die wollen jetzt einfach das gleich tun und auch eine Medaille haben. Und die Femke Decker, die auf Schlag sitzt, wird letztes Jahr die Vize oder war Zweite bei Olympischen Spielen im Frauenachter. Die weiß, wie man im Achter schnell rudert und ich denke, die wird hier eine harte Konkurrent sein um die Medaillen. USA, Olympiasiegerinnen im vergangenen Jahr und fünf davon sitzen noch im Boot. Weltmeisterinnen zuletzt 2007, 2006 und 2002. Also lange und große Erfolgsstrecke. Und hier ist typische Bild, die Amerikanerinnen wieder vorne. Die haben immer ein starkes Team, gerade durch das College-Rudern. Viele Ruderer kommen da halt zusammen. Man kann aus dem großen Pool schöpfen. Was mich ein bisschen überrascht, sind die Rumänen. Die stellen sich hier hinten an, auf Position 5 momentan. Eigentlich nicht so typisch für die. Mal schauen, was noch passiert. Die Deutschen halten sich sehr gut auf Position 3 momentan. Und ich denke, da ist alles drin. Halbe Länge Abstand zu den USA. Das ist ein tolles Ergebnis bis jetzt. Einfach dranbleiben und gucken, was auf der zweiten Hälfte geht. Großbritannien, die ist ja auch mit einem starken Rennen Fünfte in München, aber mit einem so ziemlich zusammengewürfelten Achter, also der jetzt hier bei der Weltmeisterschaft rudert. Der hat ein ganz, ganz anderes Gesicht. Zweite waren sie im Vorlauf hinter Rumänien. Dann nur Dritte im Hoffnungslauf. Hoffnungslauf, den die Deutschen gewonnen haben, der deutsche Achter, der da wirklich ein sehr gutes Rennen gefahren ist. Aber hier die Britinnen bisher mit einem guten Rennen. Und da kommt die 2 ins Bild, die gehört dem Achter des DRV, des deutschen Ruderverbandes. Im weißen Boot dann die Rumäninnen. Der deutsche Achter wird momentan trainiert von Christian Fied. Da gab es auch eine Umstrukturierung. Im Grunde kann man sagen, Ralf Holtmer, der jetzt die Frauen macht, der jetzt die Männer macht, und Christian Fied haben getauscht. Christian Fied letztes Jahr noch war der Trainer des Achters, der den letzten Platz bei Olympia gemacht hat. Und der wollte natürlich auch einen Neuanfang haben. Und da bietet sich ein Disziplinwechsel geradezu an. 1000 Meter, die Niederlande, wie erwartet. Die versuchen es jetzt auch und das geht da alles sehr, sehr eng zu hinter den USA. Und die USA entscheidend sind die auch noch nicht weg. Kanada, ein bisschen hängen die Kanadierinnen, aber ansonsten sind da vier Boote eng beieinander. Ja, die Kanadierinnen nicht ganz so stark wie die Männer. Ich denke da auch nachher im nächsten Rennen bei Männern sind die Kanadier als Mitfavoriten einzuschätzen. Hier spielen sie eine Außenseiterrolle. Aber man sieht die USA, eine Länge Vorsprung, auch tolles Rudern, Kraftschwung, kraftvolle Schwünge, schön synchron zusammen. Eine Dreiviertellänge schon. Aber hinten wird es knapp. Dahinter kämpfen drei Boote, sogar vier Boote um die Plätze 2 bis 3. Ja, die US-Girls versuchen es hier ihren Jungs vorzumachen.
der amerikanische Männerriemenbereich. Ja, enttäuschend, muss man schon ganz klar sagen. Die Mädels machen es hier besser. Aber es wird eng zugehen im Kampf um die Medaille. So, die Rumäninnen, die haben sich nicht hinten angestellt. Die haben sich das Ganze nur mal kurz von hinten angeschaut und machen jetzt Druck, versuchen jetzt nach vorne zu kommen, kämpfen im Moment gegen die Niederländerinnen um die zweite Position. Der deutsche Achter muss jetzt aufpassen, dass sie da dranbleiben, nicht, dass die Rumänen zu weit wegziehen, weil die Rumänen kämpfen momentan mit den Holländern um den Platz 2 und die pushen sich natürlich dann nach vorne. Die Deutschen auf Rang 4, noch können sie das korrigieren. Die rumänische Truppe, eine relativ junge Truppe, aber rumänische Riemenruderinnen sind stark, haben Kraft. Also das habe ich noch nie erlebt, dass da irgendein Boot Kräfteprobleme bekommen hätte, eingebrochen wäre oder irgendwie im Schlussboot nicht noch hätten wir was draufpacken können. Das wird also ganz, ganz schwer. Da muss man von ausgehen, dass die auf den letzten 500 Metern sehr stark sein werden. Und das werden wir jetzt sicherlich auch sehen. Etwa 250 Meter vor dem Ziel. Was machen die Niederländerinnen? Kommen sie da nochmal ran? Die USA führen. Rumänien versucht heranzukommen. Niederlande auf Platz 3. Und der deutsche Frauenachter im Moment noch auf Rang 4. Aber Mädels, jetzt geht Gas, da sitzt noch was drin. Die Medaille wird schwer, aber sie ist nicht unmöglich. Können Sie das noch möglich machen oder haben Sie im Mittelteil der Strecke zu viel an Luft verloren? Und wie riesig ist der Schlussspurt der Rumäninnen? Können Sie da noch was bewegen oder nicht? Sieht nicht danach aus. USA gewinnt. Und Niederlande spurten auch toll. Silber für Rumänien, Bronze für die Niederlande und Platz 4 für den deutschen Frauenachter vor Großbritannien und Kanada. Ein undankbarer vierter Platz, ist wirklich schade, die haben super gekämpft. Hätten, glaube ich, auf dem Mittelteil ein bisschen mehr dranbleiben müssen, aber das sagt sich halt vorm Fernsehen immer viel leichter, als wenn man da wirklich selber drin sitzt. Tja, hier in der Kabine auf unseren Stühlen sitzen wir ein bisschen bequemer als die Damen dort im Achter. Sie haben sicherlich am Ende alles versucht, aber die anderen haben halt auch gespurtet und hatten einen guten Spurt. Auch die Niederländerinnen. Also USA, sie verteidigen sozusagen ihren Titel bei den großen Events, sprich Weltmeisterschaften bzw. Olympischen Spielen, seit 2006 ungeschlagen. Nun der vierte Titel in Folge. Rumänien, der vielfache Olympiasieger und Weltmeister, musste sich in diesem Jahr wieder mit Silber begnügen. Die Sieger von Luzern. Die Niederländerinnen, die haben schon auf sich aufmerksam gemacht. Silber gab es für sie bei Olympia, da sind noch zwei übrig aus der Silber-Crew. Das sind die Schlagfrau Femke Decker und Nienke Kingma, aber auch der neue Achter ist schnell, ist ja noch nah an Rumänien herangekommen. Also am Ende wurde es noch einmal deutlich enger, als es zwischendurch wirkte, aber an der Reihenfolge hat es dann doch nichts mehr verändert. Ja, gerade erstmal Holländern vorbeizuspurten, das ist immer schwer, weil die traditionell einen guten Endspurt fahren und immer gefährlich sind auf den letzten 500 Metern. Aber ein Boot kommt hier noch, der Männerachter, der folgt gleich.